Also ihr kennt es ja, es kommt dann doch immer mal wieder die Frage auf, ist es jetzt richtig oder ist es jetzt falsch? Ich möchte dich heute einfach mal dazu einladen, zu sagen, vielleicht ist gar nichts mal grundsätzlich per se richtig oder falsch. Aber vielleicht kannst du den Raum dafür öffnen, zu sagen, ich öffne mich für Wachstum. Denn häufig steht hinter dieser Idee, etwas muss richtig oder falsch sein, die Frage, bin denn ich mit dem, wie ich das jetzt gerade wahrnehme oder empfinde, richtig oder falsch? Das heißt, wenn du die Tür dafür öffnest, egal was da jetzt bei dir energetisch tatsächlich als Speicherung dahinter steht, also welche genaue Nuance von richtig oder falsch, ja, kannst du ja vielleicht die Türe dafür öffnen, zu sagen, ich öffne mich für Wachstum. Statt für Perfektion, statt für die Idee zu sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und einfach mal schauen, was bringt es in dir hoch. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Ziel hast, zu sagen, okay, wer war ich gestern in Bezug auf dieses Ziel? Wer bin ich heute in Bezug auf dieses Ziel? Das heißt, deinen Fokus mehr in diese Richtung zu shiften, wie kann ich wachsen und wachse ich? Und Wachstum muss nicht immer bedeuten, du wirst besser oder mehr. Wachstum bedeutet eben vor allem an der Stelle, du klärst dein energetisches System, kommst zurück zu dir und erkennst, wer du wirklich bist. Das heißt, du findest heraus durch die Klärung deines Feldes, durch Teilnahme am Leben, was für dich persönlich richtig und falsch ist. Und das ist ein mutiger Prozess, weil das bedeutet, dass du dich einlässt und Erfahrungen machst und dich tatsächlich übers Gegenüber, über die Welt da draußen, über dein Feld erkennst und dann für dich rausfindest, was ist jetzt für dich ganz persönlich, richtig und falsch. Allein über diesen Prozess mal zu sagen, ich öffne mich für Wachstum anstatt für Perfektion.